Ich bin immer interessiert gewesen in Technik. Ich hatte schon mit 8 Jahren mein erstes Elektronik-Kit von meinem Vater bekommen. Ich wollte auch eigentlich was mit Biologie machen, aber in dem Studium Biologie oder Medizintechnik war eigentlich zu wenig Technik drin. Deswegen habe ich mich für Maschinenbau entschieden. Und hier in der Bionik mache ich viel Programmieren von den Robotern und auch ein bisschen in der Elektronik, Platine, Designer davon.